Hallo Leute, hier ist Session Music in Frankfurt am Main, der Basskanal, ich bin Marco. Heute stelle ich euch das Teil hier vor vom Mark Bass, den Little Mark Bass 250. Und zwar der aus der Blackline Serie. Da ist er. Hallo Leute, hier ist der Basskanal Session Music in Frankfurt. Ich bin Marco und heute stelle ich mal das Ding hier vor. Ein Topteil von der Firma Mark Bass, den Little Mark 250 Blackline. Ja, wie ihr seht, Blackline, weil komplett schwarz. Die Firma Mark Bass aus meinem Heimatland Italien, hä? Stellt solche Sachen her, die normalerweise vorne so eine gelbe Blende haben. Dieses Teil, das ist halt eben die neue Linie von der Firma Mark Bass, wie gesagt, aus Italien, die ein bisschen günstiger ist, wird also in Fernost gebaut. Die Firma Mark Bass verwendet da nahezu fast alle gleiche Bauteile. Wie gesagt, durch die Produktion in Fernost ist das Ding ein bisschen günstiger. Das bedeutet Mark Bass Sound to go natürlich, weil hier schön klein. Hier, guckt euch das mal an. Peter, kommst du ran? Hier, Peter ist übrigens da. Ah, Moment. Leute, ich muss ja ganz kurz euch mal was zeigen. Geh mal kurz die Kamera, Peter. Keine Angst, ganz kurz nur. Ich zeige euch mal was von Peter. Auf vielfachen Wunsch zeige ich euch halt mal den ersten Teil von Peter. Das ist zum Beispiel sein rechter Fuß und seine Turnschuhe. Wir machen das immer so in Raten, ne? Und dann fangen wir irgendwann mal an. Beziehungsweise fangen heute an. Das ist sein rechter Schuh. Genau, Peter, rechter Schuh. Demnächst gibt es mehr von Peter zu sehen. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Danke, Peter. Also, das Ding hier, Mark Bass, erstmal günstig, weil Fernost-Produktion. B, schön klein. Leute, 2,6 Kilos. Das ist wirklich so wieder so ein Gucci-Amp, wie ich die Dinger so nenne. Ihr müsst wissen, ich komme aus einer Zeit, wo man noch mit Ampeg SVTs durch die Gegend halt eben rumgezogen ist und in welchen Marshall-Top-Teilen, aber das ist ja passé. Natürlich habe ich schon kleinere Amps hier am Start gehabt, aber das ist auch etwas, wo ich sage, kleines Computertäschchen oder so ein bisschen so ein kleines Handtäschchen, dann so zwei, drei Kabel, ab zum Gig. Macht, finde ich, eine gute Figur. Fangen wir mal so ein bisschen an mit den Specs. Das Ding hat an 4 Ohm 250 Watt. Das sollte für die meisten Proben oder kleinen Gigs auf jeden Fall reichen mit der dazugehörigen Box. Also sagen wir mal, ihr habt eine schöne 8x10 Ampeg-Box oder ups, zwei Mark-Bass-Boxen mit jeweils 8 Ohm, die parallel geschaltet ergeben und 4 Ohm, habt ihr 250 Watt und das Ding mit solchen Boxen, das macht dann ordentlich Lärm. Wir haben letztendlich vom Mark-Bass 250er Top-Teil die identische Front, wie gesagt, komplett in schwarz. Die fangen wir hier ganz links an. Ein symmetrischer Eingang. Ich würde sagen WTF. Aber das ist so ein Relikt aus alten Zeiten, wo man noch so besser hatte mit so XLR-Ausgängen. Das hat der gute Kollege von Mark Bass aus Italien einfach mal mit übernommen. Ich kenne kaum noch Instrumente, die das brauchen. Aber ey, warum nicht? Dann haben wir eine schöne Klinkenbuchse, ganz klassisch, Bass rein. Gain für Passiv-Aktiv-Bässe werden hiermit eingestellt. Das bedeutet, egal ob aktiv oder passiv, einfach das Ding da rein tun. Und hier mittels diesem Teil hier aussteuern. Also ich tue jetzt hier mal aussteuern. Und Peter, es leuchtet blau. Und blau ist gar nicht gut. Blau ist schon so nah an der Zerrung. Ich nehme einfach mal hier mal 12 Uhr Stellung. Und es leuchtet nicht mehr blau. Das bedeutet, ihr könnt hier ganz ordentlich und sauber euren Sound einstellen. Sobald es anfängt zu klippen, sobald die blaue Leuchte angeht, geht mal so 3-4 Klicks zurück oder 3-4 von den Streifen zurück und dann habt ihr die optimale Anpassung.
gewährt den Bass oder beziehungsweise den Input ein bisschen Headroom, damit ihr halt, wenn ihr mal so slappt oder solche Geschichten mit Plektrum macht, so ein bisschen Raum nach oben offen habt, damit es nicht gleich zerrt. Natürlich kann man so leicht angezerrte Sounds machen, wobei ich persönlich finde, die klingen mit dem Amp nicht so besonders gut. Aber das ist natürlich eine Geschmackfrage. Zum Testen haben wir natürlich wieder die obligatorische TechAmp 4x10 Box. Peter, damit wir alle Leute genau wissen, was Sache ist, das ist eine 4-Ohm Box. Wir haben hier ein SN57 wieder zur Abnahme für den Hochtöner und ein 421 von Sennheiser. Das ist übrigens immer das gleiche Setup. Wir gehen hinten aus der DI-Box raus und zwar pre, also vor dem IQ. Das bedeutet mal wieder selbe Setup wie immer. Einer meiner Lieblingsbässe, den Peter mir hier schön dekoriert hat mit irgendwelchen Picks, mit irgendwelchen Mails drauf. Sehr nett, Peter, sehr nett. Aber ich brauche ja eigentlich nur das eine hier. Peter ist wirklich so ein kleiner Scherzkeks hier. Der macht immer so schöne Sachen. Ihr bist nicht böse, ich tue den jetzt mal einfach kurz weg, weil es irritiert mich. Ich kann ja gar nicht drauf gucken. Den Bass werden wir auch demnächst mal testen. Das ist einer meiner Lieblingsbässe im Laden. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Klangregelung ist relativ einfach gehalten. Wir haben ein Vierband-EQ hier vorne mit jeweils 12 Uhrstellungen. Das bedeutet hier keine Beeinflussung des Klangs. Bässe, tiefe Mitten, hohe Mitten, Höhen. Das sollte man eigentlich gar nicht mehr groß viel erklären. Es ist ganz klar. Das sind die Bässe zum Beispiel. Die sind sehr, sehr trocken. Ich finde halt eben auch sehr, sehr wirksam. Der Bassregler ist, finde ich, von den allen so derjenige, den man wirklich sehr, sehr fein dosieren muss, weil der Bass bzw. der Sound ist vom Amp schon so relativ, ich würde mal sagen, so ein bisschen unpräsent. Das ist nicht so ein ganz klarer Sound, sondern schön mittig und rund und weich. Und der Low-Regler, also der Bassregler, ist mehr als effektiv, also geht unten so ganz, ganz unten rum, also der schiebt so richtig. Der Mid-Low-Regler, den finde ich zum Beispiel viel interessanter. Da kann man seinen Bass so ein bisschen mehr den Charakter geben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein bisschen den Tiefmitten wegdrehe. Dann steht da so ein bisschen so diese Tiefen, die immer, wie gesagt, ja, die natürlich halt eben den Sound sehr, sehr nach vorne schiebt. Ja, Tiefen mit ein bisschen weg. Also wenn ihr nicht gerade das ganze Ding über so kleine Computerlautsprecher hört, habt ihr vielleicht einen Unterschied jetzt gehört. Hier, wie gesagt, sehr, sehr interessanter Regler, sehr funktionell. Wenn ihr ein bisschen mehr Schub haben wollt, dann eher damit arbeiten als damit. Die hohen Mitten, auch sehr, sehr wichtig. Die machen zum Beispiel diese hohen Mitten, also diese metallische Nase, könnt ihr so wegmachen. Wenn man sie jetzt hier, tue ich jetzt mal ein bisschen wegdrehen. Und schon wird der Sound so ein bisschen Hi-Fi-mäßiger, ein bisschen Studio-like. Ja, wie gesagt, jetzt ist halt eben so ein bisschen sauberer, ein bisschen kerniger. Ich bevorzuge eher so einen Sound, der so ein bisschen mehr hohe Mitten hat, also ne? Ein bisschen mehr so Oldschool-Funk. Dann kriegt halt eben so die E-Seite so ein bisschen mehr Schmatz und ein bisschen mehr Metall ab. Also die beiden eigentlich sind so diejenigen, die halt eben alles ausmachen. Der Höhenregler, ganz klar. Ja, der Höhenregler natürlich auch sehr, sehr klar oben, aber nicht glasklar, sondern ich würde sagen, das ist eben eher so. Ah, ihr merkt mal. Trotz Hochtöner ist kaum auch Rauschen zu vernehmen. Das bedeutet, der arbeitet nicht ganz so weit oben, was ich aber sehr gut finde, denn die meisten Höhenregler, die arbeiten in so einem Bereich
die natürlich den Hochtöner oder den Tweeter in der Box halt eben schnell zum Rauschen halt eben bringen. Also der hier, man hört eigentlich kaum was, also ist wirklich alles noch im Rahmen. Sehr, sehr ausgefeilte und wirksame Klangregelung. Effektiv deswegen, weil wirklich einfach gehalten. Ich liebe sowas ja. Ich bin nicht so ein Freund von großen EQs. Das sollte eigentlich für jeden normalen Bassisten reichen. Für die Leute, die halt den ein bisschen mehr brauchen, hinten gibt es einen Einschaltweg, da kann man sich den grafischen EQ einspeisen. Wir haben hier noch ein paar andere Gimmicks hier, die ich ganz gut finde. Ein VLE, das ist eine Vintage Loudspeaker-Emulation. Was macht man damit? Also Vintage Loudspeaker-Emulation, die macht zum Beispiel einen ganz guten Fuß, wenn man so mit so etwas so mehr moderneren Bässen, so mit Humbucker, durchgehende Hälse, und wenn man die halt dem von vornherein so ein bisschen oller klingen lassen möchte, dann dreht man das einfach rein. Das ist eine stufenlose Emulation, die halt dem so oben so ein bisschen so die Höhen einfach abcuttet und so ein bisschen beschneidet und dadurch das Ganze ein bisschen mehr oll klingen lässt. Also jetzt ist null. Heute übrigens Breaking the Law. Ich darf ein paar Licks natürlich nur annähernd spielen. Ne? Ihr wisst ja, wir dürfen ja hier bei Session Music ja normalerweise keine Original Licks spielen. Deswegen tue ich eben so einen komischen Mist immer daher dudeln, irgendwelche bescheuerten Skalen und so weiter. Aber man darf natürlich hier und da so ein paar Licks so ein bisschen so, ne? Also der eine hier, der... Wer weiß, wer es ist, der kann mir dann auf YouTube dann sagen, ich habe es erkannt, es ist, oder es ist, je nachdem. Anyway, da wären wir ja wieder. Wir haben hier, wie gesagt, diese Loudspeaker-Emulation, diese Lautsprecher-Emulation, jetzt zu, jetzt drehe ich hier halt immer auf 12 Uhr. Offen. Jetzt mal wieder offen. Also die nimmt einfach so oben so ein bisschen das weg und es klingt wirklich eher so wie so eine olle Box. Wir tun es jetzt einfach mal komplett aufreißen, sehen wir, was passiert. Und man höre, die hören wirklich sehr, sehr weit weg und es klingt wirklich, obwohl ich hier alles offen habe, also ne, passive Tonblende, alles auf. Leute, was ein Lick ist denn das? Bekannte Band aus den 70er. Super Filmmusik. Ich hoffe, einer von euch erkennt das. Keine Rockband natürlich, ja? Ich warte auf eure Antworten. Preisausschreiben. Hey Peter, wir können eigentlich mal ein Preisausschreiben machen. Wer erkennt den nahezu fast korrekt gespielten Lick? Das machen wir das nächste Mal. Und dann gibt es auch von Peter auch mehr zu sehen übrigens. Also, VLE, großartige Sache für alle Leute, die, wie gesagt, so ein bisschen so modern klingende Hightech-Bässe mit durchgehendem Hals haben und was weiß ich, ach, 100.000 Euro Elektronik drin. Also Bässe, die halt dem Glas klar klingen. Die kann man damit wirklich im Sound so ein bisschen oll klingen lassen. Das ist ganz gut. Man muss natürlich dadurch halt eben keine große Umbauten an Instrument vornehmen. Das hier, das ist wunderbar für solche Geschichten. Der Regler geht zum Beispiel bei der Post-Einstellung natürlich halt eben auch auf die DI-Box drauf. Und wir haben aber noch was. Wir haben einen variablen Pre-Shape-Filter, ein VPF. Ein VPF ist nichts anderes als so eine, na, wie soll ich sagen, eine stufenlose, regelbare Badewanne-IQ-Einstellung. Ne? Ihr guckt mich mal an, Peter. Also ihr habt ja hier normalerweise, jetzt haben wir hier so ein lineares Ding, also hier Kurve, Diagramm, linear. Und bei einer Badewanne sieht es halt eben so aus, man hat halt eben wirklich so eine Smiley-Kurve oder eine richtige Badewanne-Kurve. Das ist so wie bei den alten Trace Elliot Amps, wo man eben dann das Ganze gemacht hat, um so ein bisschen mehr so einen funkigen Mark King Sound zu emulieren. Man hat immer so ein paar IQ-Einstellungen vorgefertigt, halt eben. Dann hat man so einen Knopf gedrückt, Pre-Shape, und dann hat man schon die Badewanne gehabt. Dieser Badewanne-Sound klingt natürlich alleine super gut, ist halt in einer Band aber jedoch ein bisschen schwierig handzuhaben, weil ganz klar, wenn ihr eine Badewanne habt, sprich so, hier ist die Nullkurve, habt ihr natürlich einen Boost bei den Bässen und einen Boost bei den Höhen. Der Mittenbereich, der natürlich den Sound auch des Basses ausmacht, sprich
in einer Band, der geht natürlich ein bisschen flöten. Aber wenn man den so leicht dosiert, so ein bisschen was reintritt, dann kann man wirklich super, super Sachen damit machen. Wir haben jetzt den VPF, den haben wir jetzt mal komplett zu. Und ich drehe jetzt mal auf 12 Uhr, beziehungsweise ich spiele mal, ne, so ein bisschen was Gedämpftes, Geslapptes. Und dann gehe ich mal auf 12 Uhr drauf. Also jetzt merkt ihr schon, es klingt alles ein bisschen mittenloser, ein bisschen Hi-Fi-mäßiger. Wir drehen das ganze Ding mal auf volle Lotte mal auf und dann... Ja, der Bass klingt wesentlich trockener, ganz klar. Dafür sind aber auch die Mitten so. Das wäre also die volle Badewanne, jetzt, die wir reingedreht haben. Ich empfehle euch, mit diesen beiden Reglern so ein bisschen zu experimentieren. Man kann sich so kleine Markierungen machen, je nach Sound, und dann wirklich ohne groß irgendwie Speicherplätze zu belegen, einfach mal so dann schnell mal zack, zack, zack regeln. Ihr müsst eventuell bei der Speaker-Simulation und bei der Variablen Pre-Shape müsst ihr halt dem natürlich vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, weil das nimmt so einen Tick von Lautstärke weg. Ansonsten Masterregler, ganz klar, Bühnenlautstärke hier und hier noch einen regelbaren Line-Out. Das bedeutet, hinten die DI-Box lässt sich normalerweise nicht regeln, aber bei diesem Teil hier könnt ihr es schön einfach regeln. Wir haben jetzt mal einfach eine 12-Uhr-Einstellung vorgenommen. Das dürfte für die meisten Pulte reichen. Ansonsten, wenn ein Pult einen zu schwachen Eingang hat, könnt ihr das Ding voll Lotte aufdrehen. Wir sind hier soweit fertig in So hier vorne das ganze Ding und hier oben, wie gesagt, alles Blech, alles leicht. Hier schöne Gummifüße und drunter, Peter, hast du die drauf? Guck mal. Zack, bumm, Lüfter an der Seite, ja. Also, wir sind hier vorne fertig. Ich würde mal sagen, Peter, nicht mal einen kurzen Break und schauen wir uns hinten mal die Rückseite an. Bis gleich. Hier ist die Rückseite vom besagten Mark Bass Top-Teil. Ja, wir fangen einfach mal hier an. Also Leute, hier 2,6 Kilo, wie gesagt, ich muss das wiederholen. Solides Blechgehäuse, alles wirklich robust gemacht, passt ja in eine Computertasche rein. Oder es gibt natürlich vom Mark Bass natürlich coole Taschen, mit denen Vokabeln und so weiter reingetan werden können. Es gibt auch Gigbags, wo das Ding reinpasst. Ich meine, gutes, einfaches Topteil mit allem drum dran, was man braucht, um einfach nur zum Gig zu gehen. Leute, das könnte euer Verstärker sein. Hier, Lüfter hier, Schlitze für Lüftung da. Netz-Input, das bedeutet also Schuko-Stecker, ist einfach hier. Ist ganz normal gehalten, CE-Zeichen drauf, also bedeutet in Europa und so weiter zugelassen. Speaker-Ausgänge sind hier vorne, und zwar eine Kombibuchse mit Speakon. Und hier kann man zur Not auch eine Klinkenbuchse rein, also Klinkenstecker reinstecken. Und noch zusätzlich, auch coole Sache, hier noch eine Klinkenbuchse. Das bedeutet, je nachdem, was für ein Kabel dabei habt, vielleicht habt ihr das falsche Kabel eingepackt, egal, eine Möglichkeit davon geht immer. Stimmgerätausgang Tunerhaut ist hier. Damit könnt ihr logischerweise klar zum Stimmgerät hin, wobei ich den Sinn eines solches Tunerhaut nicht so richtig versteht. Man schaltet ja so Bodentuner meistens davor, denn man will die Dinger irgendwie auf dem Boden ja sehen, wie man stimmt. Aber ey, warum nicht? Man kann das halt noch als zusätzlichen Line-Out nehmen und dann entweder einen anderen Amp ansteuern oder vielleicht ein Pult oder was weiß ich, eben noch eine zusätzliche Line-Out-Buchse hier. Einstellweg hier, Send, Return, hier zum Effekt, vom Effekt hier wieder zurück. Ich würde zum Beispiel so Chorus-Effekte oder Modulation-Effekte oder vielleicht mal einen grafischen Equalizer, wenn ihr sowas braucht, einschleifen und der läuft halt dann einfach parallel mit. Symmetrischer Ausgang hier, cool gemacht, wie gesagt, fürs Pult. Pre- oder Post-EQ-Schalter, das bedeutet vor dem Equalizer, das war das, was wir gehört haben. Oder dem nach dem Equalizer, das bedeutet einmal entweder Bass drin, Pre ist dann bis hierhin, den Gain nimmt er noch mit halt eben. Und Post wäre halt dem Bass hier rein, komplett durch die ganze Chose hier. Vor Master wird das halt eben zum Pult geschickt. Das bedeutet alles, was hier an Equalizer-Einstellungen oder mit euren Filter an irgendwelche Settings macht, die gehen mit aufs Pult drauf. Müsst ihr probieren, fragt bitte mal euren Tontechniker, was er davon hält. Wenn ihr so einen ganz speziellen Sound habt, der wirklich nur so funktioniert,
dann klar, dann ist das hier für euch die Möglichkeit, den Sound zum Pult zu schicken, den ihr halt immer auch auf der Bühne habt. Ansonsten, falls mal brummen sollte, der obligatorische Groundlift-Schalter. Bisher habe ich kaum davon Gebrauch gemacht. Das hat alles funktioniert. Wie gesagt, 250 Watt an 4 Ohm, zwischen 150 und 170 Watt an 8 Ohm. Das bedeutet, wie gesagt, Proben auf jeden Fall, damit kleine Club-Gigs, ja, oder für alle Leute, die wirklich mobil sind, die wirklich viel spielen müssen und wirklich einen markbaren Sound haben wollen. Das ist halt eben das neue Teil aus der etwas günstigeren Serie. Sehr solide gebaut, das Ganze. Vom Sound her, wie gesagt, generell eher so ein bisschen so, nicht unbedingt der kristallklare, der ist sehr, sehr in den Mitten zu Hause. Also da, wo normalerweise Bass halt eben auch funktionieren sollte. Dafür ist es natürlich ein super guter Amp. Musikrichtung, ey, vollkommen egal. Ich würde sagen, das ist wirklich so ein Bass-Amp für alle Leute, die wirklich viel arbeiten. Ja? Klassisch, 250 Watt, reicht wirklich aus. Wir haben vom Markbass natürlich die ganze Palette da, nicht nur das Teil hier, sondern wirklich auch den größeren Bruder, den noch größeren und den noch größeren als den hier da. Kommt vorbei, das Bass-Team oben, Steffen und Tim, und ich warten auf euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr das Ding mal testen würdet oder auch ein paar andere Sachen. Wenn ihr das Ding kauft, klar, ihr habt halt eben die ganz normale Money-Back-Garantie, 33 Tage oder halt eben die 66 Tage, ihr wisst schon. Ja, in diesem Sinne, ich wollte ja fast den Song, ja, in diesem Sinne, macht's gut. Ram, tam, tada, ram, tam, tam.